S-Bahnhof Tiergarten. Das Wandbild Weltbaum 1 von Ben Vargin aus dem Jahr 1975. Die Ansicht ist bedroht. Aus der Baugrube wird ein Neubau wachsen. Zwischen Zoo und Savigny-Platz das Triptychon von Gino Fuchs und Christian Wahle aus dem Jahr 2004. Auch hier steht schon der Bauzaun. Street Art gegen den Kapitalismus wird ebenfalls vermauert. Zur Pflege der Künste wurde 1896 das Theater des Westens gebaut. Gepflegte Unterhaltung ist Realität. Stilanspruch zwei Ecken weiter. Wirkliche Kunst erkennt man an der Banane, die von Thomas Baumgärtel seit 1986 an schon 4000 Kunstorten gesprayt wurde. Keine Banane hier, wo es Bücher über Kunst gibt. Auch keine Banane in der Passage am S-Bahnhof Savigny-Platz, wo es auf dem Bahnsteig seit 1985 Ben Vargins Weltbaum 2 Installation gibt. 100 Meter Kunst. Mommsenstraße 40. Eine Göttin des Venezolaners Nicolas Sanchez von 2017. Und hier nimmt die Dichte der Galerien spürbar zu. Dem Flaneur werden Einblicke gewährt. Es muss nicht immer Auguststraße sein. Rund um den Kudamm findet fast jeden Tag irgendwo eine Vernissage statt. Die Galerie Brennecke zeigt Sandra Lange. Die Berliner Malerin war Meisterschülerin des Formalisten Frank Badur an der Universität der Künste. Der strengen Vorgaben hat sie sich entledigt. Gemalte Energie in Öl und Acryl heißt es über ihre Bilder, in denen man Explosionen und Statisches erkennen kann. Radio MTT sieht überall Gebäude. Ist das nicht ein Berliner Hinterhof? Und hier der Frühling. Stylische Interieurs? Und hier ein absurder Turm? Auch im Titelbild der Ausstellung Floating entdecke ich Berliner Ansichten. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich als Stadtmensch auch städtische Formen benutze oder in meinen eigenen Seherfahrungen da vielleicht auch geprägt bin. Aber am Ende geht es mir darum, dass jeder sehen kann, was er assoziiert oder was ihm einfällt. Und dieses Titelbild ist Ausstellungstitel Floating, hat auch das Bild. Ich finde, das greift so schön auf, dass die Sachen fließen, schweben. Also einerseits diese festen Formen in dem Bild schweben und andererseits die Farbe auf dem Bildträger auch fließt und schwimmt. Wie viel Berlin steckt in dem Bild oder wie viel Berlin steckt in Sandra Lange? Also Sandra Lange 100% Berlin und in dem Bild ja wahrscheinlich mit übertragen, aber 1:1 gar kein Berlin. Aber wie kommt es rein? Wie setzt sich das um in die Hand oder in die Vorstellung? Oder? Ich glaube, das ist tatsächlich einfach die Seherfahrung, die man mit reinbringt. Also ich fange an mit den freien, fließenden Farben und die geben mir oft schon eine Bildtiefe vor, die ich dann noch aufgreife und in die ich dann feste, begrenzte Formen mit einbringe. Und das sind jetzt keine Berliner Gebäude. Im Grunde sind es tatsächlich gar keine Gebäude. Und trotzdem sieht man Gebäude. Was? Sie reden von Form. Sie tun immer so formal, aber trotzdem sind diese Bilder dann ja doch, sagen sie einem was. Kann das sein? Ich glaube, dass sie genau deshalb was sagen, weil sie eben nicht einen Ort abbilden oder nachbilden, sondern weil sie aus sich selbst heraus entstehen und weil sie in sich eine Logik haben. Also diese freien Schüttungen, die schon Farbraum, Farbtiefe ergeben und das dann spielerisch nochmal unterstützt mit Formen, die ja in dem Moment, wo man sie verkürzt, automatisch schon auch Räumlichkeit geben. Und weil die in sich stimmig sind, meint man, dass das ein konkreter Ort sein könnte. Der ganz konkrete Ort, sich in Sandra Langes Bildern zu verlieren, ist bei Brennecke in der Charlottenburger Mommsenstraße 45. Radio MTT ist nicht zufällig zu dieser Vernissage gegangen. Wir kennen die Künstlerin schon seit 10 Jahren.
Und vor 5 Jahren habe ich schon einmal ein Video über Sandra Lange gemacht, das die Entstehung eines Fassadenkunstwerks dokumentiert. No Stars but Stripes ist der Titel. Das können Sie sich hier auf YouTube auch ansehen. Gezeigt wird auch Sandra Langes Arbeitsweise im Atelier. No Stars but Stripes, das sind 3 Düptichen auf zusammen knapp 2000 Quadratmetern Fassade in Berlin-Lankwitz. Keine Agitationskunst, keine Verschönerungsmaßnahme, sondern abstrakter Augenreiz für Passanten und Thema für Flaneure. Und das ist wichtig in unserem Städtchen für das Leben hier. Gesucht werden daher Sponsoren für mehr öffentliche Kunst am Bau. Fühlen Sie sich bitte angesprochen. Ich würde gern mehr Kunst am Bau machen, keine Frage. Ich finde, da wird es halt dann spannend, ne? Wenn man mit malerischen Spuren auf vorhandene Bausubstanz eingehen kann. Ja. Da wird es für mich spannend, weil eben schon Dinge vorhanden sind. Die Dinge, die ich mir in einem Bild ja erstmal schaffen muss. Ja. Das, worauf ich reagieren kann, die Spuren, die ich dann so sensibel berücksichtigen kann oder noch unterstreichen kann. Im Stadtraum ist das schon da.